Tele 1 Nachrichten mit Cedrina Schaller. Sonntag, der 4. November, grüezi miteinander und herzlich willkommen zu den News. Und um das geht es heute. Der Franz Grüter ist der Vizepräsident des Unternehmerkomitees Ja zur Selbstbestimmungsinitiative. Er setzt sich für die Initiative ein und sagt zum Menschenrechtsargument: Ja, unsere politischen Gegner probieren jetzt zu sagen, wir wollen die Europäische Menschenrechtskonvention gar nicht mehr. Das ist nicht so. Die europäischen Menschenrechte, die wollen wir nicht künden. Das ist auch gesagt worden. Für ihn ist die Initiative wichtig, weil Sie können heute eine Volksinitiative lancieren, wo nachher in Bern oben, das Parlament, Gericht, der Bundesrat, jedes Mal wird schauen, gibt es irgendwo ein internationales Gesetz, irgendein Gericht, irgendein Entscheid, wo nachher der letzte Entscheid vom Volk wieder quasi ausgeschaltet wird. Und damit ist der demokratische Entscheid, den also eine Schweizer Bevölkerung kann fällen, eliminiert. Und damit haben wir die Demokratie, die direkte, abgeschafft.